Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Pikmin. Ja, im letzten Part haben wir zwei Teile aus dieser Region hier geholt und können jetzt weiter in das Zentrum des Waldes. Und das werden wir uns in diesem Part mal angucken. Ich hoffe, wir verschenken den Tag nicht und finden irgendwie ein weiteres Schiffsteil, aber falls dem nicht so sein sollte, wäre das auch nicht ganz so schlimm, weil wir einen Tag Vorsprung haben. Mit der Anzahl der Teile, die wir aktuell im Besitz haben. Und ich muss mal kurz meine Lautstärke ein bisschen runterdrehen, weil ich den Ton jetzt auf dem Headset habe und hier ist es sehr dunkel. Okay, was sagt uns der Radar? Das Radar, der Radar, die Radar, ein Radar, ich weiß es nicht. Da ist auf jeden Fall ein Teil und da hoffe ich, kommen wir dran, genauso wie an dieses Teil. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal Richtung diesem Teil. Und dafür nehme ich mir mal mit, sagen wir 75 rote. Ich denke, das ist eine gute Zahl. Und 25 gelbe Pikminchen. Ja. Also, ab hier ist dieses Spiel definitiv zu 100% blind, weil hier war ich absolut definitiv noch nie. Ja. So, da hinten sehen wir Honig, Blüten, Dings. Sammeln, mehr Honig sammeln, sammelt Honig, da ist Honig, sehr gut. Alle saufen, trinken, trinkt, trinkt das Zeug. Ja, werdet zu Blüten. Perfekt. Keine Blätter mehr dabei, sehr cool. Ja, hallo. Aber wurde nicht mal gesagt, dass Pikmin im Dunkeln irgendwie nicht, wie auch immer, nicht überleben können? Irgendwie habe ich hier gerade das Gegenteil bewiesen. Okay, wir haben hier eine Mauer. Die muss weg. Wir haben hier eine weitere Mauer. Die muss auch weg. Und hier können wir irgendwas bauen. Und nu? Kann ich hier rauszoomen? Was macht ihr? Leute, das sollt ihr nicht. Okay, darüber geht's zurück zum Lager. Das ist ja schön und gut. Aber das wollten wir nicht. Ja, dann könnt ihr euch hier noch ein bisschen Honig angeln. Auch wenn ihr eigentlich lieber hier eine Brücke bauen könntet. Ja, Alter, wie viel Honig kommt denn da raus? Brücke bauen. Hier auch. Brücke bauen. Auch wenn ein paar Pikmin schon runtergesprungen sind. Die Flaschen. So, wo kommen wir denn da hin? Wir gehen hier runter. Sehr cool. Da rechts ist ein Teil. War das nicht gerade noch woanders? Hm. Moving Airplane Parts. Wahrscheinlich hat ein Vogel unser Teil oder so. Naja, bauen wir erstmal diese Brücke zu Ende. Weiter kommen wir hier nicht. Aha. Alle mitkommen. Wieso seid ihr nur 65? Ich will 100 haben. Hallo. Ihr auch. Danke. Und ihr hängt unter der Brücke fest. Ihr seid solche Vollidioten. So, jetzt aber. Nein, nein, nein. Nicht da runterfallen. Da sind ganz viele Gegner. Das ist nicht so nett. Aber ihr dürft da gerne mithelfen. Ach du Scheiße! Die speien Feuer. Also aufgrund der Tatsache, dass meine roten Pikmin rot sind, würde ich davon ausgehen, dass sie irgendwie feuerresistent sind. Aber das kann auch sein, dass hier gleich 75 rote Pokémon, genau, Pikmin sterben. So, ihr kommt mal zurück, ich muss euch mal kurz aufsplitten. Ich will die gelben da nicht mit ins Lava nehmen oder zu den feuerspeienden Viechern. So, rote, 75 Stück an der Zahl. Ihr dürft jetzt plätten dieses komische Schweinchen. Macht ihn kaputt!
Jawoll, und es ist dabei nicht mein Pikmin draufgegangen. Ihr seid so gut. Wow. Du bist dran. Du musst sterben. Oh, fuck. Ich will nicht sterben. Wow. Er ist tot. Ihr bleibt jetzt mal hier. Und den dürfen nämlich jetzt die Gelben abtransportieren. Oh. 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 Ich habe schon wieder eine Pikmin-Entdeckung gemacht. Gerade als ich genau 100 Pikmin im Feld hatte, stoppte die Zwiebel die Abgabe von Samen und trotzdem die Anzahl der Pikmin stieg weiter an. Sind erst einmal 100 Pikmin im Feld, so entstehen alle weiteren Pikmin direkt in der Zwiebel. Aber es können nie mehr als 100 Pikmin im Feld, das heißt, in einem Areal sein. Okay. Gut zu wissen. Ja, so. Hier von euch haben ein paar keine Blüten mehr. Die dürft ihr euch jetzt wiederholen. Nämlich mit diesem schönen Honig! Holt euch Honig, trinkt Honig, das ist gut für euch. Mehr Honig für alle. Jawohl, ganz viel Honig. Rein da. So, ich glaube, ihr habt wieder alle Blüten. Und ja, weiter geht's. Wir müssen kämpfen gegen eben dieses blöde Warzenschwein hier. Und ich hoffe, er... Oh Gott, ein Frosch, ein Frosch. Das ist nicht gesund. Das ist überhaupt nicht gesund. Mach die kaputt! Er ist kaputt. Ja, sehr schön. Wegrennen. Drauf da. Mach den kaputt. Nein, wegrennen, 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 wegrennen! Scheiße! Nein! Rennt doch alle weg, ihr Idioten! Wow. Das war einfach so Massenmord. Helft mal mit. So. Okay, ich kann mich hier hochschießen lassen. Was ist das denn hier? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ihr könnt doch gar nicht kämpfen. Ich kann auch nicht kämpfen. Ich kann überhaupt nicht kämpfen. Ich muss hier weg. So ein Mist. Uns sind schon wieder gelbe Pikmin gestorben. Oh, 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 oh. Hier geht's hoch. Oh, das war gerade gar nicht gut. Ich muss ganz schnell zurück zu meinem Raumschiff. Also von diesen komischen... Geisieren kann ich mich hochschießen lassen. Das ist auf den Honig. Wo ist mein Raumschiff? Ich brauche Lebensenergie. Hier nicht. Also diese Wand können wir einkloppen, wenn wir alle zusammen stark sind. So. Ich hätte gerne mal ein bisschen Lebensenergie. Danke. Ich habe 35 Schiffsteilen gefunden. Nur noch 7 Teile und die Leistung des Dolphins würde steigen. Während ich auf der Stabsbericht des Schiffes warte, habe ich die Gelegenheit, meinen Raumanzug zu reparieren. Ja, mach das mal. So, zack. Raumanzug repariert und ernten. Zack, 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 zack. Und noch einen. Und da hinten haben wir noch einen. Und ich glaube, das war's. Ja. Alle zu mir. Hallo. Und dann ernten wir hier noch ein paar rote Pikmin. So, dich noch, dich auch, und dich auch, und dich sowieso. Zack. Und ja, ich glaube, damit hätten wir noch nicht alles gesät, weil hier geerntet, hier sind noch mehr.
87, 88, 89, 90 und 91. Juhu. Jetzt haben wir wirklich alle geerntet. Nein, da ist noch einer. So. Diese Wand hier können wir zum Einsturz bringen. Mit geballter Kraft. Was erwartet uns denn dahinter? Außer ganz viel Wasser? Nichts. Da ist eines unserer Schiffsteile. Ja, ein fieses Level. Oder ein fieser Level. Kommt. Ich hole mir noch ein paar rote dazu. Ich habe insgesamt Pikmin verloren. Das finde ich gar nicht gut. Das finde ich überhaupt nicht gut. Also die Kämpfe gerade, die waren echt nie... Die hatten es echt in sich. So, diese Mauer reißen wir ein. Da hinten ist eine Blume. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. So, dann kommt ihr mal alle mit mir. Wir gehen wieder zurück. So, gucken mal, ob wir hier noch irgendwas finden können, was uns in diesem Part eventuell noch weiterbringt. Ja. Bomben wären nicht schlecht. Mit Bomben würden wir doch erheblich weiterkommen. Honig für die Schwachen. Ganz viel Honig für die Schwachen. Ganz viel Honig für die Schwachen. Der Honig ist weg. Ihr seid alles Flaschen. Ihr seid alles so richtige Flaschen. Der Honig war für die Schwachen, ihr Deppen. So. Wo kommen wir hier hin? Was sagt die Karte? Da ist ein Schiffsteil. Da komme ich aber nicht hin, weil ich keine Bomben habe. Gibt es hier Bomben? Nein, hier gibt es auch keine Bomben. Da ist... Ihr wartet mal gerade hier. Haha! Blaue Pikmin! Nein, 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 nein! Ihr seid so Idioten! Kann ich euch aus dem Wasser rausschmeißen? Ihr seid solche Idioten! Oh! Ihr seid doch so behindert! Es handelt sich um Pikmin in einer anderen Farbe. An seinen Wangen scheint es ein paar Kiemen zu haben. Das lässt vermuten, dass dieses Pikmin sich ohne Probleme im Wasser aufhalten kann. Es gibt nur einen Weg, das genau herauszufinden. Ja. Wir lassen die Gelben nicht ins Wasser! So, ihr bleibt jetzt hier stehen. Und ich nehme nur den Blauen mit. So. Mein Gott, ist das denn so schwer? Da hinten ist übrigens ein neues Schiffsteil. Ich muss jetzt erstmal die Population ein bisschen vorantreiben. Oh, nee. Ja, wegbringen. Hallo blaues Pikmin, hallo blaues Pikmin 2. Ja, ab damit in den Koffer, in die Zwiebel. Boah, nee, ich krieg keine weiteren blauen hier raus. Das ist doch doof. Was soll das denn? Ich glaube, ich bringe mal eben die Gelben zurück. So, ihr kommt mit. Nein, ihr Blauen bleibt da. Ihr macht das da. Genau, rennt mit ihm. Das ist schön. So, du kommst mit. Ja, von mir aus komm mit, aber du kommst auch mit. So,
Nicht so cool, nicht so, so gar nicht cool. was machen die hier? Oh, cool. Wo sind meine ganzen roten Pikmin? So, weg mit euch. Wo sind meine ganzen roten? Bitte? Ach, da. Hä, cool. Euch habe ich hier gelassen. Ja, gut. Ihr macht folgendes. Brücken bauen. Und damit können wir eventuell sogar noch ein Schiffsteil holen heute in diesem Part. Und ihr sollt selbstverständlich dieses Schiffsteil hier holen. Mann, 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 Pikmin können so doof sein. Nein, ihr sollt darüber... Jawoll! Ups. Nun habe ich mein automatisches Getriebe wieder. Dieses Ding tuckert auf seinen eigenen Weg dahin. Dabei erleichtert es mir das Fliegen ungemein und gibt mir die Möglichkeit, mich auf die wichtigen Dinge einer Raumreise zu konzentrieren. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommt runter, ihr gehört zu mir. Sehr cool, wir haben doch noch einen Teil gefunden. So, und die Population der Blauen kann ich jetzt auch noch gleich vorantreiben. Das ist sehr schön. Okay, das eine Pikmin kann ich auch zurücklassen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Kommst mit. Ja, ja, ich weiß, dass die Sonne untergeht. Du nimmst das da mit. Genau. Ja, haben wir doch relativ viel sogar geschafft hier in diesem Part. Wir haben blaue Pikmin gefunden und wir haben ein neues Schiffsteil entdeckt. Euch brauche ich mal kurz. Ihr dürft hier noch eben das Teil mitnehmen. Wir haben die blaue Zwiebel gefunden und wir haben ein neues Schiffsteil. Das hoffentlich heute noch eingesetzt wird. Ja. Tada! Was haben wir? Ein Zahnrad. Automatisches Getriebe. Es ist von kleinen Rissen durchzogen. Ich habe versucht, diese mit Lehm auszufüllen. Ich hoffe, das reicht aus. Ich habe 6 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch 6 finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Ja. Kommt vor. Einer kann hier bitte noch mithelfen. Dann geht das Tragen schneller. So. Und dann würde ich sagen, ab ins Körbchen mit euch. So. Euch ernte ich noch eben. Gute Nacht. Kommt ihr zwei auch noch raus, oder... Na gut. Dann
5 Tage seit Aufprall. Tief im Inneren der Höhle, die ich im Wald entdeckt habe, fand ich blaue Pikmin. Die blauen Gesellen haben kiemenähnliche Organe an ihren Wangen. Überhaupt scheinen sie amphibisch zu sein und können an Land und im Wasser leben. Die Wunder der Natur werden mich immer wieder erstaunen, auch an diesem Ort. Ja, soll's für diesen Part gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal, liked das Video, schreibt einen netten Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin, ciao!